Am Salzburgring beim 8. Lauf des Histocup sorgt herrliches Wetter für beste Bedingungen für rund 250 Rennfahrer in 10 Rennserien. Darunter natürlich auch die heuer besonders spannende BMW 325i Challenge. Aus der Pole Position startet der derzeit Gesamtführende und Lokalmatador Tobias Weichenberger. Neben ihm in der ersten Reihe steht der Deutsche Matthias Heinemann. Dahinter lauern im bunten Feld der 17-jährige talentierte Steirer Max Winkler und der 60-jährige Routinier Karl-Heinz Ruhrberg aus Niederösterreich. Nach einer fliegenden Aufwärmrunde nehmen die 22 Teilnehmer das 12 Runden lang dauernde Rennen in Angriff und es bleibt natürlich vorerst alles unverändert, da die bewährten gelben Flaggen in der ersten Schikane nach dem Start aus Sicherheitsgründen Überholverbot bedeuten. In Runde 2 ist Tobias Weichenberger noch immer ganz vorne, gefolgt von Matthias Heinemann, Max Winkler und Manfred Zaunbauer. Zur Hälfte des Rennens hat Tobias Weichenberger seine Führung weiter ausgebaut und Max Winkler belegt bereits Platz 2 vor Heinemann und Zaunbauer. Tobias Weichenberger fährt ein fehlerloses Rennen und absolviert einen überlegenen Start-Ziel-Sieg vor Winkler und Zaunbauer, der in den letzten beiden Runden seinen Teamkollegen Matthias Heinemann noch vom Stockerl verdrängen kann. War ein sehr gutes Rennen. Ich bin von Platz 5 gestartet, habe mir auf Platz 3 vorkämpfen können. Der P2 auf Maxi Winkler, der war auf Schlagdistanz, aber mir ist leider die Zeit ausgegangen. Aber es war ein gutes Rennen und Platz 3 kann ich sehr zufrieden sein. Ja, ich bin sehr zufrieden über den Verlauf vom Rennen. Einen zweiten Platz hätte ich mir ausgerechnet gehabt, ist dann auch geworden. Der erste war unmöglich, weil das einfach in Tobias Weichenberger seine Heimstrecken ist. Im Qualifying hat sich ausgestellt, dass ich Top-Zeiten fahren kann. Habe ich jetzt im Rennen geschaut, dass ich natürlich gleich von Anfang an Vollgas gebe und ich habe es bis zum Schluss halten können. Gott sei Dank. Beim gemeinsamen Starterfeld der Histocup Spezialtourenwagen und der Youngtimer bis 3000 Kubikzentimeter sind insgesamt 36 Teilnehmer am Start. Darunter auch der Wiener Rudolf Happel mit seinem Youngtimer Audi S3. Wir haben ca. 400 PS. Topspeed auf der Fahrerlagerkurve ca. 240 und Leergewicht haben wir um die 1100 Kilo. Ja, meine Erwartungen fürs Rennen sind in erster Linie mal durchkommen und einmal schauen, wie es den anderen geht. Und ja, vielleicht ist ein Platz vorne drinnen in meiner Klasse. Ein weiterer Audi wird voraussichtlich ganz vorne im Rennen mitmischen. Es ist ein Audi Urquattro, hat jetzt momentan 2,2 Liter Turbolaufladung, 750 PS. Auf der Geraden bringen wir irgendwo so 280 zusammen, also da jetzt in Salzburg. Etwa genauso schnell unterwegs ist auch Mitfavorit Hubert Ferber mit seinem ca. 700 PS starken Mustang. Also ich fahre im Histocup einen 1965er Mustang, Shelby GT350. Und das Auto ist hier am Salzburg natürlich super, weil er richtig Leistung hat mit dem V8 Motor, 5,8 Liter. Und wir bringen da oben Spitzengeschwindigkeiten zusammen, ja, 280, 290. Aufgrund von Getriebeproblemen im Qualifying startet Hubert Ferber mit seinem gelben Mustang nur aus der zweiten Reihe des Monsterfeldes in das ebenfalls 12 Runden lange Rennen, wobei er unmittelbar nach der Schikane gleich die Spitze übernimmt. Er behält diese auch bis zum Rennende, jedoch immer wieder hart bedrängt von Klaus Rath, der seinen Audi Quattro als Zweiter ins Ziel bringt beim Rennen der Spezialtourenwagen. Das war so mit der geilste Fight, den ich jemals gehabt habe. Also, das war so, also wir waren fast gleich auf. Also, wir waren mit minimal kmh-Unterschiede auf der Geraden. Und ansonsten in der Kurve war ich eigentlich schneller gewesen. Aber bin halt am Arschlecker nicht vorbeigekommen. Hat halt gerade bis für den zweiten gelangt dann. Ja, Rennen war super. Ich habe schon kämpfen müssen. Bei dem Mini war ich natürlich gleich vorbei. Aber mit dem Klaus, mit dem Quattro habe ich schon kämpfen müssen, dass ich da vorne bleibe. Und also da habe ich nicht spazieren fahren können. Platz 3 belegt Markus Key mit seinem Nescar Chevrolet vor dem schnellen Mini von Markus Max Karlinger. Als Fünfter fährt Rudi Happel mit seinem Audi durchs Ziel, der damit auch das Rennen der Youngtimer gewinnt. Ja, für mich ist Rennen gut gelaufen, unfallfrei wieder im Ziel, habe meine Plätze wieder reinfahren können und wichtig ist, dass wir das Auto wieder sauber nach Hause bringen. Die Sieger und Platzierten aller Rennserien finden Sie wie immer auf www.histocup.com.